Wir haben bei uns die sogenannte Soft-Float-Funktion einbauen lassen, da wir ein sehr großes Toleranzspiel an unseren Bauteilen haben. Und mit der Soft-Float-Funktion können wir diese Toleranzen ausgleichen und das Bauteil präzise in die Maschine einlegen. Für uns bedeutet die neue Maschine, dass wir ein Bauteil in einer Aufspannung komplett bearbeiten können. Die speziellen Herausforderungen lagen darin, die unterschiedlichsten Teile mittels intelligenter Kameratechnik zu erkennen und hochpräzise in die Fräsmaschine zu positionieren. In unserer Fertigung haben wir sehr hohe Stückgewichte. Wir haben unsere Roboteranlage bis 80 Kilo Teilegewicht ausgelegt. Und für unsere Mitarbeiter hat das natürlich den Vorteil, dass der Roboter ihnen die schwere Arbeit und auch die monotone Einlegearbeit abnimmt.